Hi, willkommen zu einer neuen Folge Plague Tale Requiem. Letztes Mal hat uns Arnaud verraten, der sitzt jetzt im Knast. Und ja, wir haben jetzt Sophia wieder getroffen und die will mit uns einen Rundgang machen, wohin auch immer. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht. Nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön. Okay. Die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Ja. Wir haben jetzt hier quasi ein bisschen Freiraum, würde ich mal sagen. Na, ich kann auch schnell laufen. Das wäre zeiteinsparender. Ne? Ja, ich gehe mal safe davon aus, dass hier irgendwo Sachen versteckt werden werden. Ich möchte eigentlich da zu den Windmühlen hin. Da muss ich, glaube ich, im Endeffekt hin, oder? Ich schaue mich mal hier noch ein bisschen um. Das wird wahrscheinlich auch in einer Sackgasse enden, oder? Nee, doch nicht. Ich gucke mal, wann Sophia wieder anfängt zu tratschen. Dann weiß ich, ob ich richtig bin Sollten oder wir nicht nicht. Unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt noch nicht angefangen zu kochen. Aha, da ist die andere Treppe. Oh, ein Vogel! Wo ist ein Ja, Vogel? stimmt. Der Ist scheint netter zu das sein als der der aus aus der deinem letzten Traum? Folge. Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Okay. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt, schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Ich gehe zwar völlig woanders hin. Boah, das ist. Ich glaube, es ist Zeitverschwendung, was ich mache, ne? Ein Floß. Wir könnten wieder Seekrieg gegen die Nee, Engländer lass mal. spielen. Hey, ich wäre dabei. Du hast ein Schiff. Du musst nicht spielen. Oh, du hast noch nie eine Seeschlacht gesehen, was? Aber Kämpfe auf einem Schlachtfeld. So, Ja, wo guckt der hört Geier gar kein hin? Liebe Dahin. genannt. Glaub mir. Ah, hier ist noch ein Da, Geier. er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Genau. Hier ist alles so anders als in Guyenne. Selbst die Gerüche. Ist doch Ja, eine Insel. es riecht heiß. Ist es in Guyenne nie heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Frohe helle Tage für euch. Frohe helle Okay. Tage. Schon den Himmel gesehen? Ebenfalls. Ja, könnte mir keine helleren Tage wünschen. Ich hoffe nur, es wird nicht noch heiß. So, Nein, ich gehe mal das hier Wetter hin. ist perfekt. Dem Sohn sei Dank. Die Häuser kann ich, glaube ich, irgendwie nicht rein. Siehst du, wenn du sie zermalst, beduften sie Kleidung und Stoffe. So riecht man danach So, Blumen. treffen wir einen anderen Vogel hier? Ja, du wirst ein kleiner tanzender Lavendel. Glaube tatsächlich, ich muss den anderen Weg folgen. Was ist das hier? Der ist ja schön. Muss extrem alt sein. Wie alt? Ein Olivenbaum? Wohl tausende von Jahren. Wirklich? Aber er ist so krumm. Ist er krank? Im Gegenteil. Er ist stark. Hat sich angepasst. Stimmt. Er wurde vom Lauf der Zeit geformt. Er hat so viel miterlebt. Er hat sogar Narben. Er ist so schön. Dann sag's ihm. Er hört dich. Du bist so schön. Er findet dich bestimmt auch schön. Gehen wir? Ja. Ah, das war eine Erinnerung, okay. Aber wie ich es mir gedacht habe, der andere Weg wird der richtige sein. Richtung Mühlen. Aber jetzt schon eine Erinnerung gefunden habe, wird die nächste, glaube ich, ein bisschen auf sich warten. Essen ist fertig. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Guten Tag. Hallo. 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 Hier ist nichts weiter. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Ja, habe ich vor. Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Auf den Sohn!
Die sehen glücklich aus. Sind sie auch. Ich hoffe, die Zeremonie heute Nachmittag wird ein Erfolg. Das ist ein Vogel. Das Festmahl wird grandios werden. Dieser Sohn scheint nett zu sein. Muss er ja. So viel Trubel, wie um ihn gemacht wird. Oh, ich wäre ja so bei der Zeremonie. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an. Ist denn überhaupt klar, was auf dem Kontinent passiert? Muss ja eigentlich. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend sucht jetzt schon Steine statt Gold. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge Juhu, verschließen. Ich bin der Sohn der Glutasche. Bist du nicht? Doch, guck mal. Ah, das ist wieder so ein ich Baum. Ich beherrsche die Sonne. Du machst rein gar nichts. Ich zeig's dir. Hier. Was geht hier vor sich? Wir sollten am Fluss spielen. Alles schläft. Ich schau mir das mal später an. Der Vogel hat nämlich da oben hingeguckt. Ah, da ist ein anderer Vogel, der dann nach unten hinguckt. Okay. Dann wird da oben nichts sein. Ne? Der Vogel guckt in Richtung Fahnen. Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten. Oh, Drachenstein. Wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaube ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Okay. Windmühlen. Können wir reinschauen? Klar. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass die Türen auf sind. Warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen. Mit lustigen was macht diese Kurbel? Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Ich hoffe, das war in Ordnung jetzt. Nicht, dass ich Ärger kriege. Okay, dann schauen wir in die anderen Mühlen auch rein. Ich habe da was gefunden zum Aufgabeln. Ja, das kann ich auch. Hallo? Hallo? Ich kann da nicht durch, Mann. So, hier. So. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wozu ist das gut? Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Ja. Komm, hoch mit dir. Alles klar. So, wir können uns in die Mühle reinschleichen. Kann man die Tür von innen aufmachen? Jupp. Da ist wieder was zum Einsammeln. Das sind diese Stücke zum Aufwerten. Oh, hat geklappt. Shh, lasst uns leise verschwinden. Und warum kann man die Mühlen ausmachen? Ist das nur eine Spielerei oder hat das noch irgendwie was zu bedeuten? Okay, die Mühle wird auch zu sein. Dann werden wir wahrscheinlich das Ding brauchen, um irgendwo raufzukommen. Ich muss mir das erstmal ein bisschen... Ach nee, ich kann ihn da reinschicken. Los, Hugo. Ja. Die Mühle dreht sich tatsächlich gar nicht. Naja, warum geht sie diesen Stein nicht hoch? Sie müsste den Fuß 10 cm hoch machen. Da liegt was? Weitere Stücke? Kletter hoch. Gut, gut. Zum Glück weiß der Graf nicht, was ich hier treibe auf seiner Insel. Ich treibe nur Schabernack. So, die Mühle ist auch aus. So, was mit der vierten hier? Die ist nämlich nicht an.
Zack, zack. Weiteres Zeug. Wie viel kann ich davon jetzt eigentlich tragen? Wahrscheinlich 10, ne? Vorher war 8 das Limit. Da kann ich drunter herkrabbeln. Wahrscheinlich wird die Mühle wieder zu sein. Jupp. Alles schön und gut. Kann ich ihn da reinschicken? Nö. Aber die Mühle ist aus. Ich schätze Vorsicht, mal. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Schon ein bisschen merkwürdig, würde ich sagen. Was ist das für eine komische Ruine? Komme ich nicht rein. Dann gehen wir mal da unten hin, wo der Vogel hingeguckt hat. Wie können hier so viele Blumen wachsen? Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Macht über diese Insel. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja, danke. Vielleicht kann ich mit den Drachen irgendwie auch interagieren. Was sind das für Dinger am Himmel? Drachen? Noch nie gesehen? Nein. Naja, die sind wie kleine Segel. Sie fangen den Wind ein und steigen. Was ist das? Kann man damit fliegen? Oh, nein. Ja. Nicht Leute, mal du. Die keine Kinder ich will ein. Lassen sich verschlossen. Das lässt sich bestimmt ändern. Da könnte etwas Nützliches drin sein. Also wenn sie schon sowas sagt, ne? Dann sollte ich mir das genauer angucken. Hoch mit dir, kleiner Mann. Er kann doch bestimmt da durch. Und hepp. Ja. Oh, die Drachen sind nahe. Hallo. Hallo. Ich kann hier runter. Kann die abschießen? Was bringt mir das? Mit dir. Was genau bringt mir das? Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Ja, sobald ich da rein bin. Jetzt habe ich da eine Kiste gesehen. Kann ich jetzt durchs Fenster heben und er kann runterspringen? Es muss doch einen Sinn haben, dass man die Kiste wegballern kann. Was kann man da? Da kann man runter. Hier geht's runter. Aha. Okay, ja, ich verstehe nicht ganz. Oh, da kann ich einen Pfeil mitnehmen. Ich verstehe nicht ganz, warum ich die Kiste abschießen sollte. Kann Hugo hier irgendwo rein? Ich hätte ja oben durchs Fenster gedacht, aber das macht er nicht. Ich probiere es noch einmal und wenn nicht, lasse ich es sein. Ich kann auch irgendwie nichts. Ich kann ihn da nicht reinschicken. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Vielleicht kann ich oben durchs Loch runterspringen. Aber das glaube ich nicht.
Wozu war das da, dass du die Kiste runterballerst? Da ist eine Kiste und du hast eine andere Kiste runtergeschossen. Wozu? Ich verstehe es nicht. Ich will mich jetzt auch nicht weiter damit aufhalten, da sind sowieso nur Crafting-Sachen drin. Wahrscheinlich Sachen zum Aufwerten auch, aber ich will mich da jetzt nicht minutenlang mit aufhalten. Habe ich schon. Lassen wir jetzt erstmal gut sein. Die Blumen dieses Jahr sind herrlich. Ja, sie sind das blühende Leben. Wir brauchen hier mehr Zweige. Das Holz ist ein bisschen feucht, oder? Ja, aber kriege ich schon hin. So, der Vogel hat in die Richtung geguckt. Was machen die hier? Die beten den Baum an. Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Eine Blume für den Sohn, eine für die Mutter, eine für den Vater. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Das ist richtig. Sie ist groß, aber wunderschön. Ich mag sie. Gut. Es war nicht leicht, aber ich bin froh, hier zu sein. Amicia, ich will zurück zu den Steinvögeln. Interessant. Ja, ich muss einen Steinvogel finden jetzt wieder. Geh mal hier lang. Lässt er mich durch? Hallo. 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 Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Okay, ich dann nicht. Ich will noch den Rest anschauen. Dann gehen wir hier lang. Ich muss so einen dummen Vogel wiederfinden. Hä? Ist da einer? Ja, tatsächlich. Aber ich laufe dann doch im Kreis, guck oder mal, nicht? Noch ein Vogel. Er schaut auf die Säulen. Das ist spannend. Sehen wir nach. Da ist ein Schlitz, wo ich durch kann. Das muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ein sehr antikes Theater. Sieht wichtig aus. So, da habe ich schon was funkeln gesehen. Guck mal gerade, wie viele Sachen. 10 ist nicht das Maximum. 12 dann wahrscheinlich. Hä? Was ist das? Da! Der Vogel! Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Soll das heißen, ich soll Teer und Feuer machen? Wahrscheinlich, ne? Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch
Der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne! Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Kletter hoch. Ja. Das wird aber mit Schwierigkeiten Seht, verbunden sein. Da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Also, dass ich da einfach hinspazieren kann, das glaube ich ja nicht. Das ist doch bestimmt mit irgendwelchen... Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit... Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayenne jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Aber wie gesagt. Bienenleute. Schon wo, gut. Bienenleute? Die hier sind bestimmt nett. Na, sind sie das? Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Kleine Anspielung auf das erste Kapitel, wo wir ein bisschen unerwünscht waren. Wo man uns für Hausfriedensbruch ermorden wollte. Ja, vielleicht war das so im 15. Jahrhundert. Wer nicht da ist, wo er hingehört, wird umgebracht. Durch das Tor komme ich bestimmt nicht durch, oder? Das ist er, der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Okay. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lass uns zusammen mächtig und groß sein. Okay, ich glaube, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Oh ja, da ist tatsächlich
Gebäude. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Keine ich Ahnung. Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Mm. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff! Für die Deruna, das schon. Ist gut, ich gebe auf. Für die Deruns. Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! So, weiter. Wir müssen hoch. Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. ja. Momentan haben wir noch ganz viel Spaß. Aber ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Ich warte immer noch auf die Eskalation, die kommen wird. Riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amis hier. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Das heißt, sobald sie uns sehen, wollen sie uns an den Kragen. Okay, Leute, wir sind am Ende der Folge. Wir machen hierbei nächstes Mal weiter. Dann schickst du hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Jetzt sei ruhig. Greift uns an. Ich will in Ruhe abmoderieren, verdammt nochmal. Das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. So, seid ihr jetzt still? Okay. Vielen Dank fürs Zusehen, wollte ich sagen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.